hallo, meine lieben Mitmenschen. Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Pupke. Viel Spaß mit der Folge. Primorsk, Baby. Baby. Wir gehen nach Primorsk, meine kleine Baby. Mein Lieblingslager, oder? Zumindest die, wo ich den einen Typen abgeknallt hab. Ich weiß es nicht. Wir werden er jetzt rausfinden. Da haben wir ein 8-fach-Scope. Really? Aber keine dazugehörige Knarre. Bitte geben mir Waffe. Ich habe nicht gesehen, ob jetzt einer hier runtergekommen ist. Ich habe mich nicht umgeguckt. Okay, ich glaube, da war schon einer. Was ist denn das? Schrotflintenparadies oder was? Oh yes. Ist das die Wahrheit? Wo müssen wir eigentlich hin? Oh, wir sind im Kreis. Oh, Baby. Was ist denn heute los? Meine Güte. Oh, jetzt ist die Frage. Shotgun oder das? Ich glaube eher das, weil für die Dinge habe ich kaum Kugeln. Für die SKS habe ich halt nur wenig Kugeln. Das ist mein Problem. Fette Weste, Stufe 2 Helm, SKS und M14. M16 meine ich natürlich. M16 natürlich. Hahaha. Und eine Pfanne. Sehr schön. Und eine Splittergranate. Und noch mehr Muni. Und ein 8-fach-Sucher. Jetzt fehlen mir nur noch die Schalldämpfer, Alter. Bin ich gerade in einem Haus, in dem ich schon drin war? Oder war hier jemand anders? Hier war jemand anders. Das Layout kenne ich gar nicht. Okay. Nun wissen wir schon mal, wir sind nicht allein. Lol, Alter, der hat dieses Schlaraffenland ausgelassen. Alles klar. Da war er wohl nicht, gründlich genug. Ich höre doch was. Jetzt bin ich mehr im Bereich. Okay, er ist im Haus. Ich hab markiert, wo ich hin muss und jetzt einfach loslaufen. Da schießt mir keiner in den Rücken, Alter. Können wir das Boot nehmen? Theoretisch. Wollen wir das Boot nehmen? Nö. Nein, nein. Alles klar, da ist ein Buggy. Wir nehmen den Buggy.
Ich bin echt paranoid. Ich glaube, das Spiel ist drauf gepolt, einen paranoid zu machen. 32 nur noch? Nach der zweiten Verkleinerung? Ich höre irgendwelche Geräusche. Was ist denn das? Das nenne ich Texturen. Aber jetzt laufen wir weiter. Ab jetzt wird weiter gelaufen. Jeden Baum im Blick behalten. Jede Hütte. Kann überall einer sein. Also genau von da hat einer irgendjemanden abgeknallt. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe nicht auf die Meldung geguckt, ob er gestorben ist. Wir chillen wieder. Die Runden werden immer spannender. Ich komme immer weiter, also wirklich. Ich muss sagen, heute wieder so eine Session, da bin ich ziemlich weit gekommen. Einmal dumm gestorben an der Border, aber sonst... Von Nordosten. Yes! Erstmal verstecken. Energy Drink reinhauen. Weil, wie gesagt, von dort kamen ja Schüsse. Wir kriechen los, Alter. Shit. Das ist halt echt sehr zentral. Aber wie gesagt, wir kriechen schon mal los. Und versuchen so in die Mitte zu kommen. Alter Schwede. Ganz ruhig. Ich schmeiß mir mal einen Energy Drink und ein Schmerzmittel rein. Falls mich die Zone erwischt, dass ich schon ein bisschen Heilung gegen habe. Also das ist echt intens. Ich bin hier nur am Rumschleichen.
Alter Schwede, ich habe so schlecht geschossen. Was ist das für eine Runde, Alter? Ich schieße nicht, wenn ich einsehe. Ich warte. Alter, wir sind Zweiter. Nein, Scheiße! Oh, fuck! Puh, beste Runde bis jetzt. Wow. Ah. Wir gehen wieder zur Schule. Ah, versteht ihr? Na toll. Gatka, mnja, gatka ist schöne Stadt. Nein, fuck! Alter Schwede, was für eine Runde. Das war für mich, also zumindest für mich, sehr intens. Ich hoffe, ich konnte es auch euch sozusagen vermitteln. Die Intensität, ja, die Anspannung. Wie immer, ja, ich hoffe, euch hat diese Folge Pupp gefallen. Und lasst mir ein wenig Liebe da in Form von Kommentaren, Bewertungen und Abos. Natürlich Kommentare am besten, was euch gefallen hat und was nicht so gut war für eurer Meinung nach. Und ja, das war's dann mit dieser Folge heute. Also dann, bis zum nächsten Mal. Euer Schutzmann.